Eintracht Frankfurt ist entschlossen, sein Team während des Wintertransferfensters zu verstärken. Und die positive sportliche Leistung in dieser Saison war bemerkenswert, trotz der Abgänge wichtiger Spieler im Sommer. Neue Talente wie Omar Marmoush, Elie Skiri und Robin Koch haben sich hervorgetan und den Verlust von Stars wie Randall Kolo Muani, Daichi Kamada und Evan Ndicka ausgeglichen. Dennoch strebt der Verein weiterhin Verbesserungen auf dem Transfermarkt im Winter an. Laut der belgischen Zeitung Nieuwsblad hat Eintracht Frankfurt ein Auge auf Matthias Delorge, einen vielversprechenden 19-jährigen Mittelfeldspieler des VV Sankt, geworfen. Er gilt als großes Talent im Zentrum des Spielfelds und hat kürzlich sein Debüt in der belgischen U20-Nationalmannschaft gegeben. Delorge war ein Schlüsselspieler für St. Truiden in der Jupiler Pro League und hat in dieser Saison keine einzige Minute verpasst. Trotz des Interesses von Eintracht gibt es starke Konkurrenz von Vereinen in Spanien, Italien und einem bedeutenden belgischen Club, die am jungen Talent interessiert sind. Darüber hinaus gibt es Gerüchte, dass St. Truiden zögert, Delorge vor dem Sommer freizugeben, um sein außergewöhnliches Talent länger zu behalten. Falls Eintracht Frankfurt ein überzeugendes Angebot vorlegt, ist ein Transfer im Winter nicht ausgeschlossen. Es ist erwähnenswert, dass Delorge möglicherweise als zweites Talent im Januar dem Verein beitritt, da der Stürmer Rafiu Durosinmi von Viktoria Pilsen kurz davor steht, zum Hauptverein zu wechseln. Eintracht Frankfurt-Fans, geben Sie Ihre Meinung in die Kommentare und vergessen Sie nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren. Jederzeit komme ich wieder und bringe weitere Neuigkeiten von Eintracht Frankfurt.